Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's meine aktuelle Morgen- bzw. Pflegeroutine mit Baby. Ganz viele von euch haben sich dieses Video gewünscht und deshalb drehe ich es natürlich sehr, sehr gerne ab. Ihr wisst ja, der Liam, der ist erst zur Welt gekommen, also der ist noch sehr klein, aber wir haben schon eine Routine für uns entwickelt und das zeige ich euch eben heute in diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr habt ja gesehen, ich werde relativ früh wach, weil ich natürlich noch nach den Jungs schaue, dass da alles läuft, damit sie pünktlich zur Schule kommen. Ganz klar, das ist ja auch wichtig, aber dann kuschel ich noch eine Runde mit dem Liam, also ich begrüße ihn und genieße einfach die Zeit. Ich beobachte ihn, er ist so süß und dann hat er natürlich auch Hunger. Ich still ja voll, das wisst ihr, und die Zeit genieße ich wirklich sehr mit dem kleinen Schatz. Also ich muss zugeben, dass ich die Ruhe am Morgen dann schon sehr genieße. Ich nutze auch die Zeit, ich kuschel sehr viel mit ihm und wenn er dann satt ist, dann wird er eigentlich relativ schnell auch wieder müde. Ich lege ihn dann wieder hin, wenn er schläft und nutze dann die Zeit für mich. Also das heißt, ich gehe ins Bad und mache mich dann schon mal fertig. So many questions. Wenn ich dann soweit fertig bin mit der Katzenwäsche, das sage ich jetzt einfach mal so, ich gehe nämlich später nochmal ins Bad, gehe ich dann erstmal in die Küche, ich lasse mir einen Kaffee raus, das wisst ihr ja, ich kann am Morgen nichts frühstücken. Deswegen gibt es einen schnellen Kaffee, den trinke ich auch im Stehen, denn ich kümmere mich dann erstmal um meinen Haushalt, also sprich, ich gehe ins Wohnzimmer, schüttel die Kissen auf und so weiter, also das Übliche, vielleicht habt ihr ja meine Putzroutine gesehen, also das geht ja auch alles relativ schnell, weil ich am Abend natürlich auch schon ein bisschen was mache, klar, die Küche muss auch noch aufgeräumt werden, also die Spülmaschine und so weiter, ich lasse dann aber auch noch den Bobby rumfahren, also unseren Staubsaugroboter, den ich übrigens über alles liebe, der ist mir wirklich eine große Hilfe und an dem Tag war es halt leider so, dass es sehr, sehr schlecht war, das Wetter, also das heißt, es hat die ganze Zeit geregnet, sodass klar war, dass ich jetzt keinen Spaziergang machen kann. Mein Mann, der war morgens auch schon mit Bella draußen, also das hat gepasst. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich den kleinen Mann bade, das mache ich eigentlich immer am Abend, aber ja, da hat es einfach gepasst, der ist dann auch wach geworden, ich hatte in der Zwischenzeit auch schon alles vorbereitet, also sprich, ich habe die Wärmelampe angemacht im Bad und habe mir meine Badewannenkombi zurechtgerückt und habe eben den kleinen Schatz geholt. Ich habe zum Anziehen rausgelegt und habe eben alles für sein Bad vorbereitet. Ich verwende dafür im Moment die Babypflege von Freiöl, also das Babyöl. Davon mache ich wirklich eine kleine Menge ins Wasser. Milde Babyöl besteht aus 400%ig natürlichen Ölen und zwar ist für die Feuchtigkeit das Haferöl zuständig. Es ist rückfettend, dafür sorgt das Bio-Sonnenblumenöl. Vitamin E ist enthalten, das beruhigt und unterstützt die natürliche Entwicklung der gesunden Haut. Und es schützt vor Wundwerden im Windelbereich durch das Zwetschgenöl und es ist so, dass ihr das auch täglich zum Beispiel anwenden könntet, um eben den Windelbereich zu säubern. Und es ist eine begleitende Pflege bei Neurodermitis, da Johannisbeersamenöl enthalten ist. Ich massiere den kleinen Schatz dann auch immer mit dem Öl, das genießt er immer sehr. Also welches Baby mag das nicht, ne? So eine Babymassage. Und ihr könntet übrigens auch zum Beispiel Milchschorf damit behandeln. Also das heißt, ihr massiert das Köpfchen ganz vorsichtig mit dem Öl, also ihr massiert es ein. Ihr lasst das Ganze einfach ein paar Stunden einwirken und wascht dann mit warmem Wasser wieder ab. Das Ganze ist übrigens auch vegan und auch als zarte Pflege für Erwachsene geeignet. Thank you.
Ja, und während der kleine Schatz dann in seiner Wippe ist und seinen Stern beobachtet, dusche ich mich. Ich verwende im Anschluss dann noch mein Schwangerschaftsöl, also das möchte ich einfach aufbrauchen. Das hat meine beanspruchte Haut während der Schwangerschaft wirklich beruhigt und intensiv gepflegt. Da sind Omega-3 und 6 Fettsäuren enthalten aus pflanzlichen Ölen und das hat einfach auch meine Dehnungsstreifen vorgebeugt. Ich möchte es jetzt noch aufbrauchen und im Anschluss verwende ich dann mein Figuröl. Ich habe das Schwangerschaftsöl 2-mal am Tag auf Brust, Po und Oberschenkel und auf den Bauch. Dann habe ich das Ganze einmassiert und am Bauch habe ich das immer zum Bauchnabel hin massiert und dann habe ich die Zupfmassage gemacht. Das hat mir wirklich sehr gut getan. Wie gesagt, ich möchte das jetzt aufbrauchen und im Anschluss möchte ich dann eben mein Figuröl verwenden. Zum Abschminken zum Beispiel verwende ich immer meine Reinigungsmilch von Freiöl und bin damit auch wirklich super zufrieden. Ja, und das Ganze ist ohne Alkohol, ohne Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Paraffine und Silikone und das ist natürlich ideal. Und ihr wisst ja bestimmt, dass es die Freiölprodukte nicht nur in der Apotheke zu kaufen gibt, sondern zum Beispiel bei uns auch im DM. Ja, und wenn ich mich dann eingecremt habe, dann ziehe ich mich an und schmink mich. Wenn ich dann soweit fertig bin, lege ich ihn nochmal unter seinen Spielebogen, allerdings nicht so lang, nur ein paar Minuten. Das ist herzallerliebst, wie er da seine Figuren beobachtet. Und dann geht's in die Federwippe. Er schläft da immer sehr schnell ein, also die mag er wirklich sehr gerne. Und ich mache dann in der Zwischenzeit noch ein bisschen was im Haushalt, also sprich, ich lege die Wäsche zusammen oder hänge die Wäsche auf, ich mache die Betten und so weiter, was halt so ansteht. Ich gehe dann in die Küche und bereite mir mein Frühstück vor mit den Zutaten, die ihr hier seht. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren, das ist so, so lecker und ja, hält mich auch wirklich eine Weile satt, bis es eben Mittagessen gibt. Und dann wird der kleine Schatz auch schon wach, ich hole ihn raus, wir kuscheln noch eine Runde gemeinsam auf dem Sofa und dann wird er auch wieder gestillt. Und wenn er dann soweit fertig ist, dann warte ich natürlich noch einen Moment und mache mich dann im Anschluss fertig für unseren Spaziergang. Ich verwende dafür ein Tragetuch und ich muss es zugeben, ich liebe das einfach total, ihn an mir zu haben, ihn zu tragen, gerade beim Spazierengehen durch den Wald. Das ist super angenehm und ich weiß, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell die Babys groß werden und natürlich dann eben auch schwerer. Und deshalb genieße ich diese Zeit wirklich in vollen Zügen. Ja, meine Lieben, das war soweit meine Morgen- bzw. Pflegeroutine mit Baby. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch da ein Stück mitgenommen habe. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!